So, da sind wir wieder. Vierter Handelstag der Woche für heute. Für den ein oder anderen Zuschauer hier an dieser Stelle auch ein Feiertag. Also alle, die hier und heute einen entspannten Tag zu Hause verbringen können und nicht auf die Arbeit fahren, wünsche ich eine entspannte Zeit. Bei hoffentlich halbwegs vernünftigem Wetter. Nicht, dass es pieselt, das muss nicht sein. Da kann man sich nicht so schön entspannen. Der ein oder andere wird vielleicht gleich ein verlängertes Wochenende noch draus machen. Auf alle Fälle allen da eine gute Zeit. Wir sprechen hier heute zum einen ein bisschen über den DAX, der nach der FED-Sitzung ganz schön in die Knie gegangen ist. Ich habe gestern auch meine Positionen in den Indizes etwas nach unten gefahren. Von der Seite her merkt man, wie die Märkte leben, dass es hier korrektive Phasen gibt. Und Paul hat gestern mal ja ein Signal dafür gegeben, dass die Märkte doch ein bisschen korrigieren. Wir laufen jetzt in die Korrekturen der großen Trends rein. Wir gucken uns das morgen mal ganz genau auch bei mehreren Indizes an. Das heißt, wir nehmen dort mal wirklich den Dow unter die Lupe, den S&P unter die Lupe, den Nasdaq. Der ist gestern erstmals über die 10.000-Punkte-Marke gestiegen. Das war auch ein sehr, sehr historisches Ereignis. Da ging ordentlich das Ganze zur Sache, schön nach oben gezogen, da floss viel Geld rein. Jetzt geht auch das so ein bisschen in die Korrektur. Mal schauen, ob das nachhaltig eine Korrektur wird oder so. Das Ganze einfach kurzfristig wieder gekauft wird. Wir werden sehen morgen, wie schon gesagt, blicken wir mal rein und das Ganze hier miteinander in die Tiefe zu besprechen. Zum Thema morgen möchte ich auch gleich noch einen Hinweis geben. Ich hatte es vorige Woche auch schon gesagt. Bei den Währungen, auch da gibt es immer wieder unterschiedliche Phasen. Wir haben schöne, starke Rallye-Phasen, wir haben auch langanhaltende Seitwärtsphasen. Wir werden morgen oder direkt nach dem Briefing über die aktuellen Charts sprechen wir mal drüber, wie wir erkennen können, in welcher Phase sich der Markt momentan befindet und wie das Ganze auf die Positionsgrößenbestimmung bzw. auch die zu handelnden Zeitrahmen, wie das Ganze dort den Einfluss finden sollte. Das gucken wir uns morgen an, ein bisschen im edukativen Bereich. Und dann werden wir morgen auch mal noch so ein bisschen auf den Begleittext bzw. auf das Protokoll der FED eingehen. Ich habe es gestern Abend schon mal kurz überflogen. Es gab ein paar Änderungen im Wording, das ist ja immer wichtig, zum vorhergehenden. Ein paar Sachen haben sich verändert. Das große Gros der Dinge, was Paul in der Pressekonferenz auch gesagt hat, wir werden weiterhin alles tun, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um auch die Märkte zu stabilisieren. Das heißt, die Geldschleusen sind weiter weit geöffnet und was er auch gesagt hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit bleiben die niedrigen Zinsen erstmal bis 2022 ein Thema. Das heißt, billiges Geld, weil die Zinsen niedrig sind und eine Geldflut, das könnte durchaus mittelfristig weiter für gute Kursentwicklung an den Aktienmärkten sorgen. Wir werden sehen, wir stellen uns darauf ein und besprechen das Ganze natürlich wie immer hier in unseren Morning Briefings. Jo, dann würde ich mal sagen, machen wir hier los. Danke auch für die lieben guten Morgengrüße hier über unsere Kanäle auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Übrigens, wer Fragen hat, wie immer bitte die Fragen reinstellen in die Chats und dann können wir sehr, sehr gerne darauf reingehen. Vorher noch der Risikohinweis, bitte in Gänze zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen, ist wichtig. Deswegen steht es hier zum Anfang. Tagesnachrichten, naja, da halten wir uns heute ein bisschen zurück. Wirklich viel kommt hier heute nicht mehr. Wir haben das Treffen der Eurogruppe, da kann es immer mal ein bisschen was an Nachrichten geben, die durchaus auf den Markt sich auswirken können. In den USA bekommen wir heute, wir sehen es bei den drei Bullenköpfen, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese Zahlen sind wirklich wichtig. Da sehen wir, wie der Markt sich hier verhält. Wenn man uns das Ganze mal anschaut, hier in der vorigen Woche waren es 1,877 Millionen. Jetzt geht man von 1,55 Millionen aus. Also es geht so langsam nach unten. Wenn sich der Arbeitsmarkt weiter stabilisiert, wäre das natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Man muss jetzt aber erstmal sehen, wie das Ganze weitergeht und den Erzeugerpreisindex für den Mai, das Ganze bekommen wir auch. Wir sehen es hier, im letzten Monat war es ein Rückgang, jetzt rechnet man mit einem Plus von 0,1% auf der Preisskala. Mal schauen, wie es wird. Auf alle Fälle ein paar Nachrichten haben wir am Nachmittag auch aus den USA, die wir hier auf der Uhr haben sollten. Das zu den Nachrichten und an dieser Stelle bitte auch immer auf die eigenen Währungen schauen, wenn es hier an Kursenbewegung bzw. an Nachrichten etwas gibt, was die Kurse bewegen könnten, dann sollte man das als Forex-Händler entsprechend auch auf der Uhr mit haben. Und damit schalte ich mal rüber in die Charts an dieser Stelle und
wie schon gesagt, wir gucken uns jetzt mal die drei Handelsideen an: Australdollar, Neuseelanddollar, Euro, norwegische Krone und britisches Pfund, japanischer Yen, habe ich heute auf der Uhr. Und dann schauen wir uns im Nachgang direkt auch nochmal den DAX an, damit wir mal schauen, was können wir hier zur Handelseröffnung denn auch erwarten. Über die Nacht ist der Markt ja ein ganzes ordentliches Stück zurückgekommen. Wenn ich es vor uns richtig gesehen habe, stand er bei 1,7% im Minus. Das ist schon eine ordentliche Größe. Und das schauen wir uns natürlich mal direkt entsprechend mit an. Gucken wir aber zuerst mal auf das Währungspaar Australdollar, Neuseelanddollar. Wer den Blog schon gelesen hat, der hat auch gelesen, es gab hier ein erstes Aufbäumen. Das heißt, die Bullen haben sich hier so ein bisschen wieder mit zu Wort gemeldet an dieser Stelle. Das Zu-Wort-Melden der Bullen sah gestern so aus, dass sich hier untergeordnet ein kleiner Aufwärtstrend gebildet hat, der diesen hier, diesen starken Schub nach unten, der ist ja auch trendförmig verlaufen, wir sehen es hier an den fallenden Hochs und fallenden Tiefs, der ist gestern hier übers letzte Zwischentief drüber gestiegen, also hat uns erstmal gezeigt, hey, schaut mal, hier mit dem Abgabedruck ist erstmal was nicht in Ordnung, es könnte hier ein bisschen zu Korrekturphasen kommen, also zu einer Gegenbewegung des Ganzen sozusagen an dieser Stelle. Um das Bild, was wir jetzt hier sehen, ein bisschen besser einzuordnen, bevor ich jetzt in diesen Stundenchart wieder reingehe, mache ich erstmal Folgendes. Wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal hier auf dem Tageschart an. Im Tageschart ist nämlich was sehr, sehr Interessantes zu sehen. Und zwar hier an dieser Stelle, schaut euch mal diesen Aufwärtstrend hier an. Der ist sehr, sehr schön entsprechend nach oben gelaufen, hat hier nochmal das letzte Tief korrigiert, also wir sehen es hier unten da reingegangen, hier unten in dem Bereich hat man das Korrekturtief und dann ist er oben drüber gelaufen, über einen wichtigen Widerstand auch, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wo es gewesen ist, hier, das war mal so ein starkes Verkaufslevel, da ist er dran gelupft und dann wieder direkt runtergegangen. Das ist jetzt mal so die Historie und was danach passiert ist, das ist das Interessante und zwar hier, wenn ich es genau ranbringe, seht ihr es, schaut euch das mal an, wir sind hier unter das Zwischentief gelaufen. Das heißt, wir haben jetzt hier mit diesem starken Abverkauf, das hat 1, 2, 3, 4, 5, also eine gesamte Handelswoche hat es gebraucht, um diesen Kursanschub oder diesen Kursgewinn der letzten Tage abzuverkaufen und das Trendtief rauszunehmen. Das sagt uns jetzt als Techniker, als technische Analysten, hey, mit dem Trend, der hier vorher da war, ist irgendwas nicht in Ordnung. Heißt jetzt nicht, dass wir abdrehen und einen neuen Abwärtstrend bilden müssen, ja, sondern einfach nur, wir müssen hier ein bisschen auf der Hut sein. So, und das Ganze ordnen wir jetzt mal ein, dieses größere Bild mit dem untergeordneten Bild. Ich gehe jetzt hier in die Stunde. Wer sich jetzt fragt, wieso der seitlich in die Stunde geht und nicht in den 4-Stunden-Chart, ich persönlich kann diesen Abwärtstrend der Stunde hier im 4-Stunden-Chart auch sehr gut sehen. Aber der ein oder andere ist nicht so geübt. Das ist eine reine Übungssache. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, fällt es sicherlich dem einen oder anderen schon etwas schwerer, hier die genauen Trendverläufe zu erkennen. Deswegen runter in die Stunde, da sehen wir es sehr, sehr schön, was hier passiert. Moment, hier ist jetzt was faul. Kurzen Augenblick. So, da haben wir es. Hier, das ist das, was wir hier in der Stunde viel besser sehen als im 4-Stunden-Trend. Deswegen der Blick in die Stunde hinein. So, und jetzt wieder zurück zur aktuellen Situation. Wie schon gesagt, gestern das Aufbäumen, Trendbildung, Trendbruch, also vorher der Abwärtstrend, hier im Kleinen in der Stunde wurde gebrochen. Und das war, wie schon gesagt, hier der Trend, der unter das Zwischentief des übergeordneten Aufwärtstrends gelaufen ist. Jetzt gibt es hier die Gegenbewegung. Oben rein, das Hoch hat man bei um die Marke von 1,072. Ja, was sehen wir jetzt? Wieder einen brutalen Abverkauf. Im Kleinen hat sich hier schon wieder ein Abwärtstrend gebildet und dieser Abwärtstrend, der hat jetzt für einen Fortgang gesorgt in den Unterstützungsbereich rein. Und hier an dieser Stelle, da kommt es jetzt wirklich drauf an, wo entwickelt sich der Markt weiterhin. Fallen wir unter dieses Support-Level, das grün markierte, um die 1,066? Das ist momentan der Bereich so um das aktuelle Trendtief von dem, was ich hier grün markiert habe. Wenn wir da drunter fallen, ist das Thema Aufbäumen erstmal wieder Geschichte. Dann ist die Gefahr wirklich sehr, sehr groß, dass wir unten ans Zwischentief ranlaufen. Das heißt, hier unten in diesem Bereich sein um die 1,063. Und wenn wir das nach unten wegnehmen, dann haben wir auf Tagesbasis einen astreinen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend hat dann durchaus Potenzial, die Unterseite weiter anzulaufen. Prallen wir allerdings hier vorher drüber ab und laufen nach oben, ja, dann wird es interessant im kurzfristigen Bereich, was passiert hier an der Marke von 1,069, weil das war der Bereich, als sich hier dieser Abwärtstrend nach unten gebildet hat. Hier gab es auch einen kleinen hässlichen Zacker nach unten, aber dieser Bereich ist da wichtig. Wenn wir da drüber laufen, dann wäre der nächste Anlaufpunkt hier das Zwischenhoch um die 1,072
2028. Und dann, wenn da die Trendfortsetzung kommt, dann haben wir die Chancen, weiter nach oben zu laufen, uns wieder in Richtung des alten Aufwärtstrends zu bewegen. Ob wir dann diesen Trend fortsetzen oder nicht, das sei erstmal dahingestellt. Wir haben aber ein paar Anlaufpunkte, die wir durchaus auf der Oberseite mitnehmen können. Und das sind hier, schaut euch mal die Swing Highs an, das sind hier die Marken um die 1077, 1079 und hier haben wir die 1080. Diese Marke haben wir oben drüber laufen, wenn wir hier oben drüber springen. Und das wird interessant, nämlich die Verortung hier unten, schaut mal hier drüben. In dem Bereich. Hier hat die Währung sehr, sehr oft unten angetestet und ist immer wieder hochgelaufen. Passiert das jetzt wieder, haben wir durchaus Chancen, nach oben reinzugehen. Im kurzfristigen Bereich wie auch im mittelfristigen Bereich sind Potenziale da. Und auch das Schöne von der Verortung her, ich mag das immer sehr, wenn wir solche Bereiche haben, brechen wir durch, dann erst einmal hier unten Anlaufpunkt, das aktuelle Zwischentief bei 1,0637 und dann, wenn wir uns die weiteren Kursziele mal anschauen wollen, da gehen wir einfach mal in den alten Trendverlauf rein, vom Aufwärtstrend her und da haben wir nämlich hier unten diesen Schwungbereich um die 1,0650 und hier das Zwischentief um die 1,0057. Das sind Marker, die auf der Unterseite durchaus zum Anlaufen in Betracht gezogen werden sollten und da können wir auch nach unten hin planen. Also, wir sind an einem interessanten Drehpunkt, wo hier durchaus einiges passieren kann. Schauen wir uns das Ganze mal an beim Währungspaar Euro-Norwegische Krone. Hier hatten wir vor ein paar Tagen auch schon mal, als wir drüber gesprochen hatten, der Abverkauf hier in die weite Überdehnung rein und da hatten wir schon mal drüber gesprochen, hier haben wir ein Gap gehabt, hier hatten wir den ersten Kaufbereich im Gap und hier an dieser Stelle das Ausbruchslevel, also das, die Oberseite vom Gap und die Unterseite vom Gap, das sind Marker, das sind Marken, die sollte man sich, gerade wenn man sowas sieht, immer mal auf die Watchlist legen und vorgestern war es soweit, wir sind hier unten rangelaufen und gestern ist der Titel mir aufgefallen, weil wir diese erste, sage ich mal, Umkehrbewegung leicht bestätigt hatten und jetzt sehen wir, dass sich das Ganze oben fortsetzt, das heißt, wir haben hier einen schönen Rückprall oder einen schönen Rücklauf jetzt am Laufen und hier haben wir durchaus die Chancen, das Ganze etwas weiter nach oben auszudehnen. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen schönen Korrekturkanal und der hat Potenzial zur Oberseite. Da müssen wir jetzt nicht mehr in die kleineren Zeiteinheiten schauen, sondern wir können einfach sehen, wo sind denn hier auf dem Tageschart interessante Marker und da springen uns hier an dieser Stelle gleich zwei ins Auge. Nummer eins hier unten dieser Bereich, dieses Fortsetzungslevel, wo hier dieser starke Abverkauf eingesetzt hat. Das ist die Marke von 10,85 und dann hier oben dieser Bereich, als sich dieser größere Abwärtstrend gebildet hat, das ist das Schwunglevel um die Marke von 11,04. Diese Marker, die haben wir hier und das sind mal gute Anlaufpunkte jetzt für die korrektive Phase. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier, wir haben einen schönen Aufwärtstrend in der Stunde am Laufen und das Interessante ist wirklich, er läuft schön nach oben, nimmt die Level hier raus. Wer das Ganze im kurzfristigen Bereich auch betrachten möchte, wir können uns hier wirklich schön orientieren an diesen Swing Highs, die wir ja gehabt haben. Ja, also wir haben hier schöne Marken, um die 10,70, hier die 10,72,8, hier oben haben wir die 10,80,4. Diese Marker, das sind schöne Anlaufpunkte, wo wir planen können, wer eventuell nach uns ins Spiel kommt. Und das ist ja immer wichtig, wenn wir hier eine Long-Position auch aufbauen, wir brauchen ja auch irgendjemanden, der uns die wieder abnimmt. Und da haben wir schön planbare Anlaufpunkte. Und das ist eine interessante Marke, die wir hier bei der Euro-Norwegischen Krone da haben. Das heißt, jetzt kommt es wirklich darauf an, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Wird das Teil hier zu einem Keil, dann ist das natürlich sehr, sehr bärisch zu sehen. Bleiben wir hier in einem schönen Kanal drinnen, so wie sich das jetzt auf der Tagesbasis auch mit andeuten kann, dann haben wir durchaus hier auch ein bärisches Signal, eine bärische Korrektur. Aber wenn wir keinen Keil haben, also etwas, was in diese Richtung so verläuft, hoffentlich kann man es sehen, ja, so verläuft, sondern wenn wir etwas haben, was in diese Richtung verläuft, parallel, dann haben wir einen schön nach oben laufenden Trend und der ist auch bärisch von der Verortung her. Das heißt, der Ausbruch darunter wäre natürlich auch das Signal dann zur Unterseite hin, dass wir erstmal Orientierung finden, wieder hier an diesem Unterstützungslevel bei 10,42 beziehungsweise dann unten drunter um die 10,28. Aber das Bild ist ein etwas anderes und das gibt uns dann deutlich mehr Potenziale zur Oberseite hin, als wenn man hier so zwei aneinanderlaufende Kanten hat, die durch einen Keil immer weiter zusammenkommen und irgendwann bricht das Ganze halt nach unten durch. Das ist ein bisschen ein anderes Bild und das zeigt uns so ein bisschen, wo der Markt hin will. Wie schon gesagt, Korrekturpotenziale nach oben hin haben wir ordentlich da. Da kann auch einiges an Dynamik kommen.
zur Korrektur und das Ganze dann sehen. Dreht es rum, wie schon gesagt, Unterseite ist da und wir haben da auch noch ein paar Anlaufpunkte. Wir beobachten jetzt hier einfach die Korrektur und nach oben hin ist noch einiges da. Wer das Ganze sich im Kleinen anschauen möchte hier, die Bewegung ist momentan im vollen Gange. Wenn die rumdreht, wäre das die Korrektur des Stundentrends. Das heißt, wer hier die Richtung annimmt und wir sehen hier beispielsweise von der letzten Bewegung, hier sieht man ja auch schön, das Tool, das MTON Live Signal zeigt uns die Trendverläufe ja auch an. Also das, was wir hier jetzt quasi sehen, ist der Trendverlauf der Bewegung. Da steht schön weit oben drinnen und wenn wir uns den jetzt mal im Stunden, im 5-Minuten-Bereich auch anschauen, da sehen wir es hier. Ich mache mal kurz den Zeitrahmen auch mit rein, wie es nach oben trendet. Und wenn sich das Ganze hier nach unten entwickelt und wir hier unter diesem Bereich hier unten drunter durchlaufen, dann geht die Korrektur entsprechend los. Dann haben wir klein auch schon einen untergeordneten Trend und dann haben wir die Chancen, hier in die Korrektur ein bisschen reinzulaufen. Also hier ist einiges da, was wir uns an dieser Stelle mit reinnehmen können. Also, das ist der Blick in Euro-norwegische Krone. Und dann schauen wir uns jetzt das Währungspaar britischer Pfund, japanischer Yen an. Und ich sehe auch gerade schon, es kam ein Wunschmarkt hier rein über GoToWebinar. Britisches Pfund, japanisches Yen. Soll ich mir mal anschauen? Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Zunächst allerdings britisches Pfund, japanischer Yen. Gucken wir uns hier im 4-Stunden-Chart an und da sehen wir auch eine schöne Flagge laufen hier an dieser Stelle. Schaut mal, verortet hier, das ist der 4-Stunden-Trend. Wir sind hier schön nach oben gelaufen, hier schön die dynamische Bewegung oben rein. Das ist das, was wir auch auf Tagesbasis sehen hier an dieser Stelle. Schaut mal hier, das ist der Trend, der hier auf Tagesbasis läuft. Der hat auch ein wichtiges Kurslevel rausgenommen. Der hat den Peak oben gehabt bei 139,74 und korrigiert jetzt innerhalb so einer Flagge. Und von reiner Verortung her ist das laut Lehrbuch eine Flagge mit bullischem Charakter. Das heißt, der Ausbruch ist hier eher durch die Oberseite zu erwarten. Heißt also an dieser Stelle, wir gucken uns das Ganze jetzt mal in den kleineren Zeiteinheiten an. Ich gehe jetzt mal kurz, wartet, wir fahren in der 4 Stunden. Schaut mal hier, das ist der Trendverlauf der 4 Stunden und die Verortung ist jetzt sehr, sehr interessant, weil wir testen jetzt gerade hier dieses alte Kauflevel zwischen hier zwei Marker, 135,74 und 135,42 hier. Da haben wir das Trendhoch und das größere Hoch hier aus der Abwärtsphase. Das ist da alles raufgenommen worden, deswegen ist das ein guter Kaufbereich. Kommt hier direkt Unterstützung rein, wäre das ein schönes Signal, direkt nach oben zu laufen, also hier direkt eine Umkehr zu finden und den Markt nach oben zu trailen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, dann haben wir hier die Anlaufpunkte auf der Oberseite. Hier das Zwischenhoch bei 137,4, hier der kleine Bereich bei 138,24 und dann ist der Weg nach oben auch schon da bei 139,74. Das sind die Marker, die da sind. Auf der Unterseite gibt es natürlich auch Anlaufpunkte, sollten wir hier deutlich tiefer unten reinlaufen. Die sind dann allerdings aufgrund der hohen Dynamik auch ein ganzes Stück weit weg. Wenn wir uns das Ganze jetzt im 4-Stunden-Chart anschauen, hier der nächste Anlauflevel ist dieser Drehbereich hier unten, also diese Marke hier ungefähr hier in diesem Bereich. Ich mache es mal kurz als Unterstützung sozusagen auch noch mit rein. Hier, da hatten wir einen Ausbruchsbereich um die 133,2 und hier ein kleines Stückchen unten drunter hatten wir das Trendfortsetzungslevel hier in diesem Bereich und hier diesen Schwungdrehbereich, also 132,85. Also hier ist schon einiges da, was wir in diesem Bereich unten auch als Drehpunkt sehen können. Und von der Seite her müssen wir mal schauen, kommt es direkt jetzt im Support zur Umkehr, wäre das positive Signal, dann könnte man gleich mal schauen, dass man den Einstieg in die Long-Richtung bekommt. Ansonsten, wie schon gesagt, hier das nächste Unterstützungslevel, was wir in den größeren Bereichen sehen, das haben wir hier um die Marke zwischen ganz grob über den Daumen 132,8 und 133,2 bzw. ja doch, das ist der Bereich hier unten. Diese Marker, die sollten wir im britischen Pfund, japanischen Yen definitiv auch auf der Uhr mit haben. Und dann bleiben wir gleich mal beim Yen und schauen, Moment, nein, den Yen haben wir ja schon durch, das Ganze ist durch, jawohl. Fragen wir, das war kein Wunschmarkt, sondern das war auch das, was ich direkt heute in den Handelsideen reingeschrieben hatte. Und damit ist das auch durch. Das heißt, wir können jetzt mal in aller Ruhe noch auf den DAX mit raufschauen, hier auf unseren Leitindex. So, den gucken wir uns jetzt mal an. Und ich hatte ja schon gesagt, der ist ganz schön unter die Räder gekommen. Und auch hier sehen wir wieder, wie schön das Ganze funktioniert hat. Wir sehen uns hier mal den Stundenchart an. Und wir hatten ja gestern Morgen schon drüber gesprochen, wie wir uns nach unten orientieren können, welche Marker hier entsprechend wichtig sind und dass sich jetzt inzwischen auch auf größerer Ebene hier ein Abwärtstrend gebildet hat. Wartet mal, ich zeichne den mal ganz kurz ein hier an dieser Stelle. Schaut euch das an. Hier erste Bewegung, das wäre das eine, das erste Bild. Dann hätten wir hier das zweite, hier
die Gegenbewegung und jetzt läuft das Ganze nach unten. Das heißt, wir haben jetzt hier auch im größeren Bild einen Trend am Laufen. Hier der Bewegungsarm, der trendet auch nach unten. Also hier sehen wir schön, erster Schub nach unten, dann die Korrektur. Das war ein kleiner Aufwärtstrend. Das zeichnet hier das MTON-Live-Signal auch sehr schön ein. Und jetzt haben wir hier den Abwärtstrend mit Liegen in der Stunde. Und jetzt schauen wir uns einfach mal so ein bisschen den Fahrplan an, wo der DAX mit hinlaufen kann. Da muss ich allerdings mal etwas kleiner zoomen. Nee, das macht hier in der Stunde überhaupt keinen Sinn. Da müssen wir erstmal auf Tagesbasis schauen, damit wir auch sehen, weshalb dieser Bereich um die 12.280 Punkte so ein wichtiger Bereich ist. Und zwar, schaut mal hier, das war der Sprungpunkt über dieses Zwischenhoch, was wir hier im Februar gesehen hatten. Das ist die Marke von 12.280. Da gab es einiges an Käufen, die das Ganze auch nach oben beschleunigt haben. Und wir sind hier oben auch in einem guten Level abgeprallt. Also rein aus korrektiver Sicht, ja, sind wir hier sehr, sehr hoch gelaufen. Wenn man einfach mal sieht, wir sind hier unten gekommen von, ich sag mal, um das einfacher zu rechnen, knapp 10.000 Euro. Also das Low haben wir hier unten gehabt bei 10.160. Also wir sind gekommen von 10.160 und angestiegen im Hoch hier oben rein. Da waren wir bei 12.931. Das ist eine Menge Weg, wo es nicht wirklich viel Korrektur gab. Gerade der letzte Schub wurde doch extrem nach oben gekauft. Und jetzt sehen wir hier halt die Gegenbewegung. Das heißt, das, was der Paul gestern auch in der Notenbank-Sitzung erzählt hat, war eigentlich nicht wirklich viel Neues. Ja? Ein bisschen was, wie schon gesagt, im Begleittext, das lese ich mir auch mal noch durch, dass wir das morgen mal besprechen können, wo da dieses Wording so ein bisschen geändert wurde. Aber grundsätzlich hat der Paul gesagt, die ganze wirtschaftliche Lage ist ganz, ganz schlimm. Die humanitären Auswirkungen, die sind auch äußerst mies. Aber er hat halt einfach auch die Hoffnung gezeigt, dass es weitergehen kann und dass die Notenbank weiterhin Spalier bei Stange steht und den Märkten zu helfen. Also eigentlich, ja, im Vergleich, im großen, ganz, ganz großen Bild zum Vormonat, hat sich nicht wirklich viel geändert. Es hat sich sogar ein bisschen was verbessert, ja. Das ist die Sache. Und deswegen wird jetzt hier abverkauft, aber am Gesamtbild muss das jetzt nicht zwangsweise was ändern. Das heißt, wir sehen jetzt hier eine korrektive Phase laufen. Und wenn wir uns hier im größeren Bild mal anschauen wollen, wo wir ranlaufen können, schaut mal hier. Da gucken wir uns einfach mal hier. Also ich gehe jetzt nicht für die Trader im 5-Minuten-Chart rein. Da brauchen wir uns einen Tageschart hier aktuell nicht anzugucken. Nur was um die 12.280 Punkte passiert. Das ist natürlich interessant für den 5-Minuten-Chart. Aber im etwas größeren Bild hier für die Zuhause-Trader, die nebenberuflich traden und nicht die Zeit haben, den 5-Minuten-Chart zu traden, hier, da haben wir oben ein Kauflevel um die Marke von knapp 11.850, beziehungsweise dann hier unten ein Swing-Low um die Marke von knapp 11.500 Zähler. Das sind jetzt mal die Parameter, da könnte man sich durchaus mal auf die Lauer legen, um schauen, ob der Markt hier tatsächlich wieder rumdreht und wir hier den Weg nach oben sehen. Wartet mal, ich mache die Linie mal noch in grün. Das wäre interessant und das ist auch mal so eine Zielmarke, die man durchaus auf der Uhr haben kann, wenn es hier tatsächlich unter diesen letzten Kaufbereich drunter geht, dass man auf der Uhr haben kann. Also hier, erster Anlaufpunkt, die 11.000 knapp 850 und dann hier das Schwunglevel bzw. der Drehpunkt um die 11.500 sind durchaus im Rahmen, sollte es hier ein bisschen tiefer in die Korrektur gehen. Ansonsten, und da gucken wir uns jetzt wirklich mal die kleineren Zeiteinheiten an, hier an dieser Stelle, wie schon gesagt, wir kämpfen gerade so ein bisschen mit diesem Level. Hier haben wir auch ein kleines Zwischenlow mit drinnen liegen. Wir stehen auch in einer ordentlichen Bewegung und wenn wir uns das Ganze jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit anschauen, und da gehe ich jetzt wirklich mal in die 5 Minuten rein hier im Chartverlauf hier, im DAX, da sehen wir halt an dieser Stelle, das muss ich kurz mal zusammenraffen, wo es hier hingehen kann. Und wenn wir hier tatsächlich einen, sag ich mal, Abprallversuch sehen, um diese Marke hier raus, noch sehen wir den nicht, ja, müssen wir auf zwei Marker wichtigen Wert legen, im Kleinstbereich, ja. Und zwar ist das einmal hier oben dieses Level um die knapp 12.300 Punkte Marke. Schaut mal, das war hier unten der Verkaufsbereich und dann sind wir immer mal oben dran gelaufen. Das heißt, um die, naja, 12.300 bis 12.300, naja, was haben wir hier oben, 8, 9 Punkte in etwa. Das ist so ein Schwungbereich, wo oben momentan der Deckel drauf ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen uns ganz klar damit auseinandersetzen, sollten wir hier unter die 12.256 fallen, ist das eher ein Indiz dafür, dass wir dieses Level, dieses Ausbruchslevel um die 12.280 eher abverkaufen. Und da müssen wir uns dann auf der Unterseite orientieren. Das heißt, steigen wir tatsächlich oben drüber, über die 12.37,
12.38, dann haben wir Anlaufpunkte zur Oberseite. Und das können wir dann schön planen, indem wir nämlich sagen, wo sind denn hier kurzfristig entsprechende Marker. Da hätten wir einmal hier diesen Bereich um die 12.374 beziehungsweise hier 12.380. Das ist das Ausbruchslevel, was wir hier haben. Das ist erstmal angelaufen worden, da gab es den Abverkauf, sollten hier Kauf oder Swarten, könnte dann die nächste Planungsphase kommen und die haben wir dann hier oben, da können wir uns an den Hochs orientieren, um die 12.400 knapp 90 Punkte und dann schaut man hier oben rein, um die 12.540 und 12.612, also ein paar Anlaufmarker haben wir auch nach oben hin, wenn wir hier tatsächlich abprallen. Ansonsten, wie ich schon gesagt, wenn der Abprall ausbleibt, da kann ich jetzt nicht im 5-Minuten-Chart gucken, das tut mir leid, da fehlt hier einfach die Historie und auch die sinnvolle Chartbetrachtungsgröße, dann sind wir weiter auf dem Weg nach unten und dann wird es wirklich interessant, hier die kleineren Schwungbereiche um die 12.080 hier, als wir hier diesen kleinen Zwischenschwung gesehen haben, beziehungsweise dann hier runter in Richtung 12.900-Punkte-Marke, beziehungsweise die psychologisch wichtige Marke um die 12.000-Zähler. Das sind interessante Bereiche, die wir hier definitiv mit auf der Uhr haben sollten. So, damit schaue ich noch mal kurz in die Fragen. GoToWebinar hat nichts, Facebook hat nichts. Das heißt, ich sage an dieser Stelle wieder einen ganz, ganz herzlichen Dank für das Zuschauen. Allen, wie schon gesagt, die Feiertage haben, genießt die Zeit, entspannt mal den Tag zu verbringen, ohne den beruflichen Stress. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder pünktlich um 8.30 Uhr zur Marktbesprechung. Dann gibt es auch wieder den Nachrichtenrundumschlag, die Planung für die nächste Woche. Wir gucken mal rein, was die Fed im Begleittext geschrieben hat und wir schauen uns mal so ein bisschen an das Thema Forex-Trading. Positionsgrößenbestimmung in Bezug auf die aktuellen Verhaltensweisen der Teilnehmer an den Märkten, das heißt, welche Phasen wir dann haben, das wird sehr, sehr spannend, weil das so ein bisschen was in die Richtung Live-Trading hat, also das heißt, wer jetzt live tradet, muss natürlich auch immer Entscheidungen treffen, wo gehe ich rein, wo setze ich meine Ziele, wo setze ich meine Absicherung, muss ich das eng halten, kann ich das weiterhalten, das alles sind so Sachen, die sprechen wir morgen mal durch im edukativen Part, also da bleibt sehr, sehr spannend. Danke fürs heutige Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter und ich sage Tschüss, bis morgen und allen gute Trades. Bye, bye.